weiß genau, was er sagen will. Hallo, Freunde! Gefällt euch mein schöner Sumpf? Das gehört alles mir. Zumindest das, was nicht im Schlamm versinkt. Stolz, ey. So wie es hier riecht, ist deine Badewanne schon ganz schön lange im Schlamm versunken. Was? Badewanne? Ich habe hier ganz andere Probleme. In der Gegend treiben ein paar widerliche Lurker ihr Unwesen und greifen hier echt alles ab. Sie haben mein zahmes Hippok-Vati verscheucht. Das ist jetzt schon so lange weg. Ich stelle immer sein Lieblingsfressen raus, aber diese Sumpfratten stellen es jedes Mal. Wenn ihr diese verdammten Viecher in Schach haltet, riecht Vati ganz sicher die Leckereien und kommt zurück. Könnt ihr mir helfen? Das ist wieder so ein Minispielchen. Er hat Kuchen rausgeschnitten, ist ein blödes kleines Mistvieh. Ich habe vergessen, was das ist, ich will es auch nicht wissen. So, und jetzt sollen wir mit dem gelben Eko die Ratten dafür wegballern. Gut. Ist aber schwer. Wir können jederzeit zurückkommen. Erschießt sie, damit wenigstens ein Leckerchen übrig bleibt. So, er sagt uns, erschießt sie, damit wenigstens ein Stück Kuchen überbleibt. Ja, vergiss es, wir müssen alle platt machen. Wenn die nur ein Stückchen stehlen, ist das Spiel vorbei und wir haben verloren. Man muss relativ genau zielen. Okay. Aber das gelbe Eko geht nicht an irgendwelchen Pfosten verloren oder so, das geht ja einfach nur. Ist allerdings ein bisschen grausam zu zielen mit Gamepad. Das kann ich mir vorstellen. Ja, hast du bei Shadow Verdammt ja auch. Wobei ja, ich bin leicht enttäuscht, dass das Spiel so sehr auch Pistolengeballer festgesetzt ist. Ich hätte mehr so Hack and Slay erwartet, wie nur mal Heroes. Oder Devil May Cry. Ja, Devil May Cry habe ich ja nicht gespielt. Ich habe mir auch keine Videos dazu angesehen. Der fünfte Teil kommt ja bald raus. Ich will nicht. Du kommst nicht hin. Die Enttäuschung ist groß. Ja. Die Charaktere an sich sind allerdings cool. Erstmal so einer, der richtig schön große Fresse hat, aber ordentlich was auf dem Kasten hat. Mit einem coolen... Mit einem guten Spitznamen, ich weiß das nicht. Und nein, wo? Guter Spitzname, yeah! Ja, und sie haben es geschafft. Ja, du hast praktisch einen 180 Grad Winkelradius. Du kannst das ganze Gebiet gar nicht überschauen. Kann man auch nicht, das ist fast unmöglich. Ja, deswegen ist es manchmal echt Glück, dass man das überhaupt schafft. Ja, da braucht man sehr viel Glück. Okay, manchmal geht doch so ein Ding an einem Pfosten kaputt. Frag mich nicht, wo die Melodie herkommt, ich weiß es selber nicht. Vielleicht gerade auf uns. Also wird einem leider nicht irgendwie angezeigt, dass rechts oder links noch irgendwelche Viecher einfallen. Man muss das schon selber sehen. Schön, dass das komplette Gebiet hier ist, nicht anfängt zu brennen. Kann es gar nicht, hier regnet. Es wird zu nass für Feuer. Das kommt mir vor wie einmal, als wir bei Verwandten ein Osterfeuer anmachen wollen, aber das ganze Holz war nass. Wir haben es erst mit Spiritus und Grillanzünder hinbekommen. Na dann. Benzin wollten wir nicht verbrennen, das ist zu teuer. Ja, das stimmt. Geh weg, rechts. Ach Mann, ich hab's doch gerade noch gesehen. Also dieses Rumgeballer ist eine relativ schwierige Geschichte. Aber ein nettes Minigame. Ja, es ist ein nettes Minigame, aber es hätten sie auch ein bisschen besser halten. Killer können es nicht schaffen. Ja. Aber es ist so, wenn man so... Ich würde am liebsten rumlaufen und auf die Dinger ballern. Ja, also so ein blöder Hinterhalt, wenn mir tausendmal lieber als so eine idiotische Drahtausschießanlage. Wie eben. Haha. Ja, ja, aber ich hab's noch mehr. Ich hab's nach 4 Versuchen geschafft. Okay, das war ein Glücktreffer. Ach ja, ich muss mal später wieder The World Ends With Me aufnehmen. Was ist mit dem Dub eigentlich? Hast du da inzwischen langsam Rückmeldung? Die meisten wollen ja weitermachen. Jetzt muss ich nur noch aufnehmen und
meine Textschreiberin hat mich anscheinend blockiert. Und naja, jetzt muss ich das selber schreiben, aber da habe ich eine andere Freundin, die mir dabei hilft. Kriegt ihr nix? Mist! Naja, jetzt muss ich aber mal schauen, wie ich denn den Text da schreibe. Ich habe jetzt gerade mal Tag 2 da fertig geschrieben. Ja, ich, kann es sein, dass du der Textschreiberin ein bisschen zu viel damit genervt hast? Nein, eigentlich nicht. Wo ich sie mal wieder angesprochen habe, deswegen, wie es dir geht und sonst noch sowas, habe ich ein paar Tage mich nicht blicken lassen oder zumindest mal mich melden lassen und was kam, plötzlich hat sie mich geblockt. Vielleicht hat sie irgendwie eine blöde Geschichte über dich gehört oder so, Gerücht. Das wäre halt wieder scheiße. Ja, so Sachen passieren hinter deinem Rücken. Da kriegst du nicht viel von mit. Kennt man standardmäßig. Hat mir oft genug. Ja. Was natürlich auch gibt, ist so, dass du Leute kennst, dass sie eigentlich auch eine gute Bekanntschaft mit der BSR hat. Und dir dann nicht mal auf ein simples Hi antworten. Naja, wo ich ja das später gemerkt habe, nach 3 Tagen, sie dann nicht mehr geantwortet und Basti ist auch nicht mehr da. Ja. Naja, was mit dem ist, weiß ich auch nicht. Ich wollte ihn mal fragen, ob der noch weiter Deutsch sprechen wollte, aber auch keine Reaktion mehr. Nein! Muss ich mal demnächst gucken. Können wir die nicht früh genug abhalten? Ich guck mal kurz in Skype da inzwischen. Ah ja. Ja. Ja was? Gut. Ich bin gefragt. So gefragt. So sehr gefragt wie ein Knochentrockner tot. Naja. Nach TTN gibt es auch sehr viel, was hier gelabert wird. Ja. Wobei ich da mich auch kaum blicken lasse. Ja. Wie gesagt, ich unterhalte mich kaum noch mit anderen oder zumindest ich bekomme viel mit kaum jemandem auch, außer mit dir jetzt gerade. Oder wen noch? Ist gar keinen, glaube ich. Nur Zocker machen. Ja, Zocker. Weil der auch so ein Hartz-Fan ist. Ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Und zumal möchte der wieder League of Legends zocken. Ah ja, da war nichts. Okay, League of Legends ist so ein Online-Spiel, das ich nicht anfange. Auch wenn es jetzt so doll fair ist und alles, ist mir egal. Es kommt sehr viel auf Teamwork an und auf so Sachen, wo man sich drauf verlassen muss. Und das ist mir einfach zu scheiße. Ja, das kennt man ja. Wobei die meisten schon wieder rumheulen von wegen, blöder Fiede, Das ist ja schon wieder dieses Rumgeheule von Kindern, was wirklich aufregt. Ja. Aber naja, davon soll man sich nicht stören lassen. So, es sollten jetzt die letzten Ratten sein. Kannst du aber schießen. Vielen Dank für die Hilfe. So, wo hat der die Energiezelle her, wenn er doch sowieso noch ins Bett lebt? Das frage ich mich gerade auch. Ja. Vielleicht sei er von seinem Klohaus da. Ja, der lebt im Scheißhaus, genau. Das ist die überdimensionierte Version eines typischen Gamers. Und jetzt weiß ich auch, wo dieses blöde Drecksloch hier... Ah ne, doch nicht. Und egal. Haufenweise Super Saiyajin Power. Wow! Okay, anstatt nochmal zu schießen, habe ich so einen Abtauchsprung nach unten gemacht für die Fliegenkästen. So. Sag mal, wie viel Orbs haben wir jetzt? Warum verschwindet dieser grüne Haufen einfach? Hätte ich derbe gut gebrauchen können. Wie nett, dass er mal rüberkommt. Ja, und hier ist ein Steg für nichts. Am besten noch eine Energiezelle abgreifen. Lop. Roboter. Ja, aber den kann er nicht. Nee. 50! Es fehlen noch 50. Vielleicht, glaube ich. Ja, ich glaube.
Soweit ich weiß, gab es nur 100. Ich glaube, es gab 101. Dalmatiner. Energiezellen. Nee, Dalmatiner. Energiezellen. Na, scheiß drauf. Das sehe ich nicht ein. Es gab beides. Punkt. Genau. So, und jetzt sind wir wieder hier. Sagen wir mal so, aus den Energiezellen werden Dalmatiner. Naja, sowas wie extreme Mutation. So, die Energiezelle vom Stern, den wir am Anfang platt gemacht haben. Und schon sind ja auch Roboter. Mhm. Und egal wie oft macht er das. Egal wie oft das macht, er kann das nicht. Ja, aber standardmäßig. Aber irgendwie vermisse ich das schon bei Jack 2 und 3. Was mich interessiert. Ja, den Zeppelin haben wir weggepustet. Ja, jetzt muss ich noch mal kurz zurück zur Eco-Quelle. Ich will nämlich die Ratten einfach immer loswerden. Jasper! Oh. Und stirb. Ich habe inzwischen eine Seite gefunden, wo ich den Fairy Tale Manga ein bisschen lesen kann auf Englisch zwar, aber. Ui. Ja, ich kann nur sagen, das wird noch spannend. Oh. Ah, zurzeit gucke ich Miria Nikki. Ja. Kleiner Psycho-Anime, das ein bisschen lustig dargestellt wurde. Ja. Einer fehlt. Warte mal, du hast doch die Seite zerstört. Ich hab auch. So, Moment, also frage ich mich auch gerade, wo der sein kann. Hm? Da stimmt was nicht, Doc. That's not good. Ah.